Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gehen weiter, Teil 3. Wem gehört der Fußball mit Uli Hoeneß? Nicht lang schnacken, einen im Bums. Gut, wir waren bei der Diskussion um Investoren im Fußball. Ja, wenn ihr den vorigen Teil nicht gesehen habt, ich verlinke euch das. Lieber erst den Teil 2 an, ja, damit ihr auf dem Laufenden seid. Aber wir gucken mal, wie es weitergeht. Ist nicht vielleicht auch Teil des Problems jetzt, stand bei uns in der FAZ, DAZN ist mit, also DAZN, der Rechteinhaber der Bundesliga für ein gewisses Rechtepaket, ist mit Zahlungen in Verzug geraten. Und sind noch nicht die Ersten, wenn wir an Kirch zurückdenken, also dass dieses Übertragen der Fußball-Bundesliga, das scheint, also zumindest so die Erfahrung, nicht wirklich profitabel zu sein. Das ist doch ein Problem, oder? Ja, aber das liegt daran, dass die ganze Geschichte natürlich in Deutschland auch von den Medien, ich weiß nicht, wo euer Standpunkt ist, auch immer schlecht gemacht wird. Ja? Ich habe in England noch nie eine große Beschwerde gelesen, dass das alles so teuer ist. Gehen Sie mal in Liverpool oder in Arsenal oder in Man United ins Stadion und Sie wissen, was Sie da an Eintrittsgeld bezahlen. Aber wir wollen gleichzeitig viel weniger für die Pay-TV-Sachen, für die Pay-Zahlen. Wir wollen Eintrittsgeld wenig bezahlen, aber wir wollen die Champions League gewinnen. Und wenn man das nicht auf die Dauer begreift, dann werden wir zwischendurch, wie dieses Jahr, mal da mitspielen. Aber langfristig haben wir keine Chance. Sorry, das fühle ich auch nicht, Uli. Ganz ehrlich, das ist völliger Dünnpfiff. Nochmal, wir als FC Bayern zahlen die drittmeisten Gehälter in Europa. Trotz der Eintrittspreise, trotz der angeblich so wenigen TV-Einnahmen, zahlen wir die drittmeisten Gehälter in Europa. Ohne, dass ein Staat hinter uns steht oder sonst was. Also, wie wäre das möglich, wenn dem so wäre? Da müssten wir ja irgendwo 15., 16., 17., vielleicht 20. sein. Wenn das doch alles so ist, dass die anderen Ligen so weit vorne sind, dann kannst du ja schon mal 3/4 der Premier League nehmen, dann kannst du 4, 5 Vereine aus Italien nehmen, die beiden spanischen Vereine, Paris, wollen wir gar nicht reden. Und dann dürfte doch erst der FC Bayern kommen. Ja? Also, Uli, das ist ein Sargnagel, den du dir gerade selber gehämmert hast. Ja? Also. Und wie kann da der FC, ne, wenn jetzt die DFL, okay, wie kann der FC Bayern oder wie können Sie dann vielleicht, ne, diesen Führungsanspruch, den Sie auch haben, wie kann sich das da umsetzen in solchen Zukunftsfragen? Ja, Karl-Heinz Rummenigge und ich. Diesen Zukunftsfragen, ja. Du müsstest dich selbst vermarkten. Feierabend. Ja? Punkt. Der FC Bayern wird ja immer als der super schlechte Verein, der ja so schlecht ist für Deutschland und so weiter hingestellt. Wenn ihr euch mal die letzten Jahre anguckt, bevor Dortmund diesen Lauf hatte und so weiter. Der einzige Verein, der die Bundesliga getragen hat, international, auch mit den Fernsehgeldern, ist der FC Bayern. Punkt. Ja. Und der FC Bayern hat nie auch nur ansatzweise mal ernsthaft darüber nachgedacht zu sagen, wir gucken, ob wir dagegen aufbegehren können und vermarkten uns selber. Wenn der FC Bayern sich selbst vermarkten würde, würde der wahrscheinlich das 10-fache an TV-Geldern bekommen. Ja. Und die Bundesliga wahrscheinlich das 10-fache weniger. So, wir sind das Zugpferd der Bundesliga. Ja, Dortmund hat natürlich auch und Schalke und so weiter hat natürlich eine Fangruppierung mit einem hohen Aufkommen und so weiter, wo auch Interesse da ist, gar keine Frage. Aber nehmen wir den FC Bayern aus der Bundesliga raus. Ja? Also wir brauchen nicht weiterreden, oder? Also bin gespannt, was er sagt. Einfluss nehmen kannst du halt gar nicht. Du müsstest ja wirklich dann Drohgebärden aufbauen und sagen, entweder passiert das so oder wir gucken, dass wir uns selber vermarkten. Ja, wo ich gar nicht weiß, ob das rechtlich möglich ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht möglich. Ja. Also, von daher, aber mal gucken. Wir sind wild entschlossen, den Einfluss des FC Bayern zu vergrößern. Weil, Sie und Herr Rummenigge, das ist ja... Nein, für den FC Bayern. Für den FC Bayern. Wir haben keine Ahnung. Nee, ist aber auch richtig. So, ist vollkommen, wir sind das Zugpferd.
Punkt. Ja, also jeder, der das anders sieht, sorry, der beschäftigt sich nicht da mit der Thematik. Ja, und wenn man dann denselben Einfluss hat wie ein VfL Wolfsburg, der in den Spitzenspielen teilweise sein Stadion noch nicht mal voll bekommt, ja, sorry, dann stimmt halt auch irgendetwas nicht. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, und dann müssen wir auch nicht nur den FC Bayern nehmen, da können wir auch Dortmund nehmen, die wahrscheinlich das zweitmeiste Fanaufkommen und das zweitmeiste Interesse international haben. Auch die, wenn die dann dieselbe Sachen, dieselbe Stimme haben, dasselbe zu sagen haben, wie, was weiß ich, ein FC Heidenheim oder Spielvereinigung Elversberg aus der zweiten Liga. Ja, die halt in diesen Geschichten alle Vereine aus der ersten und zweiten Liga eine Stimme haben. Ja, also das ist dann schon wild. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Ambition. Aber unsere Leute, ob das der Jan Dresen ist, der Max Eberl, aber auch Michael Dietrich, unser neuer Finanzchef, der immerhin Chef der UniCredit war, wir müssen da Gas geben. Ja? Wir dürfen da nicht immer nur zuschauen. Schauen Sie mal, früher hat der Meier Vorfeld einmal in der DFL gesagt, oder im Liga-Ausschuss, ja, beim FC Bayern, da weiß man nie, da wird immer aus 3 Rohren geschossen. Aber man weiß nicht welches. Einmal war es der Beckenbauer, da war es der Rummenigge, da war es der Hoeneß. Aber es wurde geschossen. Und das fehlt mir in Deutschland. Es wird gar nicht geschossen. Das ist vollkommen richtig. Aber das ist auch eine, da sehen wir jetzt auch gerade das Problem, was wir mit dem Uli haben. Ja? Die Gesellschaft verändert sich, hat sich verändert, verändert sich immer weiter. Ja, wir sind halt nicht mehr diese, sieht man ja auch bei uns auf dem Platz, wir sind nicht mehr diese Gesellschaft, wo Typen wie Effe und sowas gefragt sind und so weiter. Dann man wird geschitstormt, wir reden gleich vom Mobbing, wenn man kritisiert, wir reden gleich vom Bashing, wenn man mal kritisiert. Man wird gleich abgestraft, wenn man im Erfolgsfall kritisiert und so weiter und so fort. Das ist eine Entwicklung in dieser Gesellschaft einfach. Ja? Und du kannst das heute nicht mehr bringen. Ja? Diese selben Geschichten wie früher. Ja? Überlegt euch mal heute, wer Uli Hoeneß so ausgetickt oder wird der heute irgendwie rausgehauen, der Christoph Daum koks doch oder sonst irgendwas. Das würde zerrissen werden, Alter, aber weltweit. Und da sehen wir auch das Problem, dass diese Menschen bei uns im Verein immer noch im Endeffekt das Sagen haben. Ich fühle, was er sagt, ja, das fehlt. Unter Bratzo und Olli ging das völlig verloren. Wir brauchen einen starken Sportdirektor, der den Trainer den Rücken stärkt, der auch zu anderen Themen rund um den FC Bayern betreffend öffentliche Stellung bezieht. Gehe ich mit. Aber dann sei bitte im Tagesgeschäft tätig. Uli, Kalle, dann seid das tätig. Ja? Dann kann ich das verstehen. Aber es kann nicht sein, dass man im Aufsichtsrat sitzt und durch seine Äußerungen den anderen, die im aktuellen Tagesgeschäft sind, die verantwortlich sind dafür, ja, in den Rücken fällt, hört sich schwierig an, aber die untergräbt einfach. Ja. Das sollen dann bitte die Leute tun, die da in der Verantwortung sind. Wie jetzt Max Eberl. Ja, dann soll der aus Rohren schießen. Ja, ein Chrissy, der CEO ist, soll er aus Rohren schießen. Aber ein Uli Hoeneß, ein Karl-Heinz Rummenigge, die, wo er gerade selber sagt, nichts mit dem operativen Geschäft zu tun haben, sollten da einfach die Gosch halten. Da bleibe ich bei. Wir haben keine Munition wie die Ukrainer. War jetzt kein Vergleich, Entschuldigung. Ja. Kein Livestream deswegen. Ja. Nein, aber das ist auch scheiße gewesen. Ja, okay. Ja, ich wollte schon loslegen, Leute. Wenn wir auf, ne, schauen, wer gerade so in den Fußball investiert, Saudi-Arabien. Ne? Für Milliarden kommen ein wechselnder Spieler in die Liga. Fußball-WM wird auch da stattfinden. Wie schauen Sie? Mir gefällt das nicht. Okay. Aber wir werden es nicht verhindern. Ja, solange denen ihr Ölhahn fließt oder der Ölhahn aufgedreht ist und die irres Geld verdienen und die ihr Land popularisieren wollen, sie wollen den Tourismus aufbauen, sie wissen ja auch, dass irgendwann gibt es kein Öl mehr oder vielleicht kein Gas mehr, dann müssen sie was anderes einfallen lassen. Und
Sie können natürlich sagen, ich bin total dagegen und setze mich jetzt in mein Schneckenhaus und lasse die anderen alles gewinnen. Dann wird unser Leben alles langweiliger oder wir müssen Premier League schauen. Ja, die ganz gut ist, die Premier League. Ne? Ja, obwohl ich sagen muss, das sage ich auch zum ersten Mal seit langer Zeit, dass der deutsche Fußball auf einem guten Weg im Moment ist. Wir sind wirtschaftlich, gibt es kaum Vereine, die pleite sind. Und Leverkusen und Stuttgart sei Dank, Leipzig auch ein bisschen und im FC Bayern auch wieder bald, dass wir mit denen mithalten können. Warum hat er Dortmund jetzt nicht genannt? Die sind immer im Halbfinale der Champions League. Also die hätte man vielleicht mal als erstes nennen sollen nach dem FC Bayern. Oder? Also. Da bin ich ziemlich sicher. Also ich ertappe mich dabei, dass ich am Sonntag, wenn Bayern nicht spielt, selten Fußball geschaut habe, aber wenn Stuttgart spielt oder Leverkusen, dann schaue ich mir das schon mal an, weil das macht Spaß. Ja, weil du guten Fußball siehst. Und bei uns nur Grottenfußball. Macht Spaß. Und, ja. Und das ist Dortmund, okay, aber Ja, fußballtechnisch ist das jetzt auch kein Augenschmaus, wenn Dortmund spielt, aber er hätte gerade von internationalem Fußball reden, da musst du Dortmund nennen. Ist okay, aber wir spielen ja samstags. Das stimmt. Aber reiß mich jetzt nicht vom Hocker. Also, der deutsche Fußball wird Ihnen gerade ein bisschen zu schlecht gemacht. Na, sind wir aber selber schuld. Ja, wir haben jetzt jahrelang viel Mist gebaut, aber das Schlechte wird in uns, das gilt ja für alles in diesem Land, das Schlechte wird viel zu sehr hochgespielt und das Gute nur im allerletzten Moment. Für mich ist immer das Glas halb voll. 90% der Deutschen, bei denen ist das Glas halb leer. Wenn ich immer die Bild-Zeitung schon jeden Tag sehe, da kriege ich schon. Ja, da kriegst du auch einen Kackreiz, Uli. Kannst du ruhig mal klipp und klar sagen, das Drecksblatt, Alter. Die Krätze. Weil ja. Die wollen uns. Ja, richtig. Vollkommen richtig. Jeden Tag klar machen, wie beschissen dieses Land ist. Und sie machen wieder negativ und das. Glauben Sie mir eins, ich bin viel auf der Welt rumgekommen. Ein gesünderes, ein sozialeres, ein ehrlicheres Land wie Deutschland gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und das müssen wir endlich. Das weiß ich nicht, dafür bin ich nicht rumgekommen auf dieser Welt, aber dass es uns gut geht in Deutschland, ich denke, da muss man sich nicht drüber beschweren. Und das müssen wir endlich mal begreifen, das muss auch mal der Herr Heil begreifen, dass man nicht demnächst statt 4, 5 Tage 4 bei vollem Lohnausgleich arbeiten muss, sondern wir müssen wieder mehr arbeiten und wir müssen zufrieden sein, dass wir arbeiten haben, denn es gibt so viele Leute auf der Welt, die wären froh, wenn sie bei uns arbeiten könnten. In weniger als 2 Monaten fängt. Bleiben wir besser mal beim Fußball. Die Fußball-EM an. Ja. Sie haben es vorher schon ein bisschen angesprochen. Und jetzt wird auch wieder viel erwartet, der Fußball. Ne? Ich glaube, Philipp Lahm sagt wieder, ne? Mehr Toleranz, mehr Offenheit, ne? Die Leute wieder mehr zusammenbringen. Ist das mal wieder zu viel erwartet oder kann das Nein, schon klappen? Ich habe jetzt Ansätze gesehen gegen Frankreich, gegen Holland. Das war Fußball, wie ihn die Leute schätzen, wie sie ihn gerne haben, aber mir fehlt so ein bisschen diese Euphorie. Natürlich, wenn man die Länderspiele Österreich und Türkei im November, da hat man gedacht, hoffentlich können wir noch die EM verschieben um ein Jahr oder zwei. Aber jetzt, es gibt auch Länder, wo der kleinste Strohhalm wird gepusht. Und bei uns sind diese 2 Länderspiele, die wirklich toll waren, auch das Länderspiel, wo der Rudi Völler da kurz der Trainer war, der scheint ja alles zu können. Bayern-Trainer vielleicht? Nee, aber es war wirklich toll. Nein, aber er ist auch so einer, da ist das Glas auch immer halb voll. Ja? Mhm. Muss nicht weiß wie er sein, wie beim ja. Ja. Nein, aber ich meine einfach, dass mir die Begeisterung jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht kommt sie erst im ersten Spiel, Deutschland, Schottland. Sonne scheint.
Ja, bei mir ist keine Begeisterung da, aber das hat nichts mit der EM im eigenen Land zu tun. Meine Begeisterung für die Nationalmannschaft ist einfach nicht mehr da. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, dass die einfach in den letzten Jahren einfach komplett abhandengekommen ist. Und ja, es kann sein, wie ich da auch schon so sagte, ich werde mir natürlich das Auftaktspiel anschauen. Und dann hat die deutsche Nationalmannschaft natürlich die Chance, mich zu begeistern. Entweder schafft sie das oder halt nicht. Ja, aber das ist mir persönlich völlig wurscht. In München, ja. Wir haben jetzt in München 10 Tage gewohnt am Tegernsee. 10 Tage echt? Lang war jeden Abend Schnee. Und jede Nacht hat es geschneit. Am nächsten Morgen war 10 Zentimeter Schnee. Am Abend war es wieder grün, weil es warm ist. Heute Morgen seit 10 Tagen kein Schnee. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden und ich war gut gelaunt. Sieht man, oder? Ja, das ist. Aber wenn wir über Fußball auch als Gesellschaftselement sprechen, dann habe ich schon manchmal den Eindruck, jetzt auch wieder mit Blick auf die Europameisterschaft, dass dann verlangt wird, was vielleicht nicht verlangt werden kann, dass da der Fußball also zu viel leisten soll. Oder? Ja, weil wir dürfen einen Fehler, glaube ich, nicht machen. Der ist ja während der WM in Katar zu Genüge strapaziert worden. Der Fußball darf, oder der Sport allgemein darf ja nicht nur zur Politik benutzt werden. Wir vom Sport können jetzt nicht so tun, wie wenn wir uns da ganz raushalten können. Das geht nicht, aber es muss. Ganz genau. Ja, ganz genau. Muss nicht diese Binde da auf der Tribüne von der Innenministerin getragen werden. Ja? Fühl ich gar nicht, Alter. Ja, das sind alles so. Warum wurde das denn gemacht? Das wurde gemacht, weil die Spieler auf dem Feld nicht die Eier dazu hatten, beziehungsweise der Verband nicht die Eier dazu hatte. Also aus meiner Sicht haben wir ein Armutszeugnis sportpolitisch bei der WM abgegeben. Und das ist auch ein Grund, warum die Nationalmannschaft ich mir nicht geben muss. Populistische Dinge, die da nicht hingehören. Ja, die soll sich darum kümmern, dass wir wenig Kriminalität hier haben, ja. Und so weiter und so fort. Und ich höre ja von unseren Spielern, die haben ja da in Katar mehr über die Menschenrechte in Katar gesprochen als über die Taktik gegen Japan. Ja, und das ist auch richtig und wichtig, Rudi. Wenn du das nicht raffst in deinen Schädel, Alter, dann bist du einfach ein kleiner, dummer Punkt, Punkt, Punkt. Das mal klipp und klar zu sagen. Wann denn sonst soll denn darauf mal aufmerksam gemacht werden? Eben genau dann, wenn die ganze Welt in diesem Land zu Gast ist. Ja? Wen interessiert das denn jetzt noch? Ist das jetzt noch irgendwo Thema? Wen interessiert das, wie es den Leuten in Katar geht? Wie die Frauenrechte da sind? Wie Schwulenrechte da sind? Die gar keine Rechte haben? Interessiert das irgendjemanden? Ist da irgendwo ein Fokus drauf? Nein, es interessiert keine Sau. Und es gibt genug andere Länder, wo das auch so ist, wo es auch keine Sau interessiert. Das interessiert dann nur, oder es kommt nur auf den Tisch, wenn der ach so allmächtige Sport Fußball zugegen ist, ja, und dann ist das richtig und wichtig und man hätte da ein Zeichen setzen sollen und nicht den Schwanz einziehen. So. Das ist mein Statement dazu. Ja, und das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht. Die zwei Leute, die da klatschen, Alter, die haben genauso einen an der Mummel. Sein. Ich habe gehört, Argentinien, die waren ja, da waren, glaube ich, 30 Millionen Argentinier. Waren viele da, ich war auch da. Ja, Argentinier waren da und die Anreise war ein bisschen schwieriger wie bei uns. Aber ich habe nie eine Zeitung gelesen, die jetzt die Menschenrechtssituation in Nepal angesprochen hat. Ganz abgesehen davon, dass ich gute, auch positive Artikel in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel gelesen habe. Was selten vorkommt. vor allen Dingen von der Abteilung, die politische Seite macht. Sport ist ja ganz okay, aber die anderen, die stehen morgens auf und wollen die Welt schlecht machen. Ja? UEFA, zuerst kommt FIFA, UEFA, DFL und alle, die irgendwo was mit politischen Dingen zu tun haben. Dass die zwischendurch gar nicht merken, dass auch nur Fußball gespielt wird, das ist das andere. Ganz, ganz wilder und schwacher Take vom Uli, Leute. Ganz, ganz wilder und schwacher Take. Fußball kann nicht das leisten. Ich bin total für Menschenrechte. Ich bin doch total, dass es den Leuten gut geht, dass sie Freude haben. Aha. Aber wir werden,
Edmund Stoiber ist ja bei uns im Aufsichtsrat. Der hat kürzlich gesagt, was Deutschland im arabischen Raum an Popularität kaputt gemacht hat während der WM, das können die alle gar nicht begreifen. Weil kein anderes Land hat sich so mit einem Thema beschäftigt, das mit dem Fußball selber nichts zu tun hatte. Heißt nicht, dass nicht die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter aus Nepal und aus Philippinen und so weiter zu verbessern sind. Aber ich glaube, dass sie sich verbessern dann, wenn man das kritisiert. Wenn man es ignoriert. Und wenn man ständig nachstochert. Aber wenn man, was sie ja wollen, nicht mehr die WM dorthin schickt, nicht mehr der FC Bayern dort trainiert, dann erreicht man gar nichts. Dann, das ist schlecht für die Arbeiter. Es ist gut für die Arbeiter, wenn... Boah, ist das ein dummes Kackscheiß, Alter. Uli, ich habe echt super viel von dir gehalten. Du verspielst gerade sämtlichen Kredit bei mir, Alter. Wie kann man so unwissend sein, Alter, und so auf andere Menschen scheißen, Alter? Und so argumentieren. Wenn man dort hinfährt und das kritisiert, ist meine Meinung. Ja, wann haben wir das denn getan? Wann haben wir das als FC Bayern jemals getan, die Jahr für Jahr für Jahr nach Katar geflogen sind ins Trainingslager? Haben wir uns einmal dahingestellt und haben gesagt, ach hier, ja, nee, das ist aber scheiße hier alles. Die Frauen haben keine Rechte, Schwule dürfen sich öffentlich nicht zeigen, sonst kommen sie in den Knast. Ach ja, und der Trainingsplatz wurde übrigens gebaut von irgendwelchen Gastarbeitern. Was ist aber scheiße, was die hier für Lebensbedingungen haben. War das jemals Thema? Nein, es war nie ein verficktes Thema. Das Einzige, was Thema war, ja, die Trainingsbedingungen sind hier top. Jedes Mal, wenn dann darauf angesprochen wurde von der Presse, wurde es wegignoriert. Alto Belli, Uli, ey, ganz ehrlich, halt einfach deine dumme Fresse zu so einem Thema, Alter. Das ist eine Katastrophe, was dieser Mensch gerade von sich gibt, Leute. Eine absolute Katastrophe in der heutigen Zeit. Sorry. Hab ich kein Verständnis für. Wir nähern uns jetzt hier der... Aber null Verständnis. Der Holding Six, wollte ich schon sagen. Holding aber, Six. Der Holding Six? Nee. Aber nicht für 125. Naja, nicht so, naja, das ist zu viel. Aber jetzt ist... Christopher, ja. Fragen. Jetzt ist die Gelegenheit. Okay, sehr gut. Dann machen wir, das ist ein super Abschluss. Katastrophe. Sorry. Katastrophe. Da braucht man auch nichts mehr weglächeln. Wir sind jetzt beim Teil 3. Ich hoffe, das wird nicht gesperrt. Das ist ein Statement. Jeder, der hier länger auf dem Kanal ist, ihr könnt auch gerne das Statement zu Katar nochmal reinziehen. Ich stehe da weiterhin hinter. Ich weiß, ganz, ganz viele sehen das komplett anders. Könnt ihr so tun, ist mir Wumpe. Alles, was vorher gesagt wurde, so sportlich und sowas, kann man geteilter Meinung sein. Kann man drüber diskutieren, auch diese Sponsorengeschichte, kann man drüber diskutieren, ob uns das vielleicht eher geholfen hätte, wenn dann Investor gekommen wäre. Können wir über alles diskutieren. Menschenrechte. Zu sagen, dass es am Ende nicht Aufgabe des Sports ist, darauf aufmerksam zu machen. Ja? Oder dass es besser ist, für die Gastarbeiter in arabischen Ländern, dass dort eine Fußball-WM stattfindet und dass Vereine wie der FC Bayern da jedes Jahr hinfahren, dass das besser für diese Arbeiter ist, als wenn wir das nicht tun. Leute, ist eine Katastrophe. Ist aus meiner Sicht eine Katastrophe. Ihr könnt da gerne eine andere Sicht haben. Könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Werde ich gnadenlos ignorieren. Ist mir scheißegal. Ja. Diese Aussagen, die der Uli hier getroffen hat, Leute, ich schäme mich gerade dafür, dass dieser Mensch den FC Bayern dahin gebracht hat, wo der FC Bayern ist. Und ich schäme mich dafür, dass der Aufsichtsratmitglied ist. Mit so einer Einstellung. Sorry. Ja, man kann darüber streiten, wie was gehandhabt wurde. Aber diese Takes, Alter, ist für mich too much. Ist für mich absolut too much. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und wie immer, vielen Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus und jetzt
zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.